Ich merke oft, wie ich dann einfach, ja, eine Stunde, eineinhalb auf dem Bett liege und nichts gemacht habe irgendwie. Und ich will halt das nicht so machen. Ich will meine Dinge, alle, die ich auf meiner To-Do-Liste habe, abarbeiten und dann extra noch auf Social Media gehen. Natürlich denke ich mir manchmal, oh Mann, ich will auch in Ruhe einen Kaffee trinken gehen oder dass Leute mich angucken. Die Mantler-Zwillinge sind zu Gast. Da weiß wahrscheinlich nicht jeder gleich Bescheid, wer gemeint ist. Vorgestellt mit ihrem Vornamen dann allerdings schon die Influencerinnen Lisa und Lena. Ganz ehrlich, eure Nachnamen, die braucht ihr eigentlich nicht? Nö, die brauchen wir eigentlich nicht. Hat bis jetzt alles ohne unseren Nachnamen geklappt. Ja. Gut. Damit ist dann ehrlich gesagt auch schon dieses Sie und Du wahrscheinlich geklärt. Mhm. Ich bin Jens, ihr seid Lisa und Lena. Und ob Influencerinnen als Beschreibung tatsächlich reicht, das klären wir dann gleich hier in SWR1 Leute mit Lisa und Lena. Wenn ich euch als Influencerinnen vorstelle, ist euch das recht? Wird euch das überhaupt gerecht? Kann man das so mit einem Wort fassen, was ihr alles macht? Ich meine, wir sind Influencer, aber wir sagen immer, wir sind keine Influencer beruflich, weil wir das nicht als unseren Hauptberuf sehen, mit dem wir Geld verdienen, sondern unser Ziel ist einfach Schauspielerei und Moderation. Und deswegen ist ja super cool, weil wir da dieses Jahr unsere eigene Sendung bekommen haben. Aber genau, um das Influencer-Sein kommen wir nicht ganz rum. Ich meine, wenn man sich unseren Account auch anguckt, dann merkt man, wir machen kaum Werbung. Wir wollen eher so ein bisschen raus in eine ganz andere Richtung. Genau. Aber es ist trotzdem cool, was Positives weiterzugeben. Aber so beruflich sind wir keine Influencer, nee. Also das heißt, für das, was ihr macht, gibt es da noch nicht so den richtigen Begriff? Ich meine, wir sind auf dem Weg zu Moderatorinnen, würde ich sagen. Wir haben jetzt eine eigene Kinderwissenssendung, was cool ist. Aber natürlich muss man sich das auch noch erarbeiten, auch ein bisschen mehr machen. Aber unser Ziel ist eigentlich, oder mein Ziel, in die Schauspielerei zu gehen. Und da wird auch was geplant, aber das kommt auch erst im nächsten Jahr raus. Deswegen dauert es halt alles ein bisschen. Und das heißt, mit der Ausnahme, dass ihr eben nicht so viel Werbung macht oder kaum Werbung macht. Ihr gebt mir jetzt keine Schminktipps an die Hand oder habt eine neue Haarbürste. Seid ihr dann schon im Internet eine totale Ausnahme oder eher eine Ausnahme? Was heißt Ausnahme? Ich glaube, man kennt Influencer eher aus dem beruflichen. Oh, was verbindet man mit Influencern? Werbung. Viel Schminktipps. Genau, dass sie jemanden beeinflusst. Genau. Genau, genau. Obwohl, zu Schminktipps muss ich sagen, ich mache ab und zu trotzdem auch Videos, wie ich mich fertig mache. Aber wir sind keine Beauty-Influencer. Du hältst aber keine Marke in die Kamera und das ist der große Unterschied. Ja. Du machst es für dich, weil du Spaß dran hast und andere natürlich auch, aber andere kooperieren da mit Marken und das machen wir einfach nicht. Aber ich glaube, ich würde sagen, Social Media ist so groß, da gibt es bestimmt Leute, die es genauso machen wie wir. Hast du Social Media? Ja, aber da, ganz ehrlich, bin ich da ein ganz schlechter oder sehr einseitiger Nutzer. Also ich gucke mir dann eure Accounts an, aber dass ich da selber so geschickt bin und was poste und was platziere, so weit ist es bei mir nicht. Nee. Okay. Mhm. Also weiß nicht, ob das eine Generationssache ist, aber das ist dann zumindest mein Umgang. Es ist eher eine Recherche, als dass es für mich eine Plattform ist, wo ich mich darstellen muss. Mhm. Aber auch richtig gut, das feiere ich. Also ich glaube, das ist einfach ein generell anderer Umgang dann. Also ihr seid damit groß geworden und das ist ja dann nochmal bemerkenswerter, dass ihr ohne groß zu werben dann so einen Erfolg habt. Ihr seid was? Deutschlands bekannteste Influencer oder, ja, dann tue ich mir jetzt schon mit dem Begriff schwer, Deutschlands bekannteste Online-Zwillinge auf jeden Fall. So, dann sind wir schon mal da, tasten wir uns vor. Wie würdet ihr euch beschreiben dem, was ihr tut? Ja, das ist ein bisschen schwer, das dann so selber zu beschreiben, weil wir es oft halt auch nicht verstehen, warum wir da sind, wo wir sind. Aber wir haben einfach eine große Reichweite geschenkt bekommen, die wir gut nutzen wollen, weil wir sehen, dass uns halt viele junge Menschen folgen und wollen einfach, ja, was Gutes weitergeben. Das ist einfach unser Ziel auf Social Media, einfach gute Werte weiterzugeben, weil Social Media ist schon negativ genug und da wollen wir halt einen kleinen Unterschied machen. Aber hat das angefangen mit dem Ziel, so erfolgreich zu sein, oder habt ihr gesagt, auch wir lassen ja einfach mal einen Testballon steigen? Nee, gar nicht. Also es ist tatsächlich wie in so einem amerikanischen Teenager-Film. Das ist über Nacht entstanden. Also wir haben ein Video aus Spaß zusammen aufgenommen, haben es hochgeladen und irgendwie ist es dann viral gegangen und dann hat sich so ergeben. Aber unser Ziel von uns beiden war es jetzt nie, oh, ich will jetzt bekannt werden, ich will, dass Deutschland mich kennt. Also gar nicht. Nee. Okay. Und dann aber an dem Erfolg habt ihr nichts auszusetzen. Also erstmal. Also ich finde es cool, ich bin total dankbar, was wir machen, aber ich merke schon,
obwohl... Es hat alles positive und negative Seiten. Also es ist cool, man kommt schneller mit Leuten ins Gespräch, aber ich glaube, unser Problem ist das Bild, was viele von uns haben, dass es gleich so ist, oh, als ob wir irgendwas Besseres wären oder irgendwie, weiß ich, wir sind, bei manchen haben wir so ein, ich würde fast sagen, heiliges Bild, was ja für uns eher unnötig ist, weil wir sind ja ganz normal. Wir haben halt eine Reichweite, so wie ein Lehrer seine Reichweite mit den Schülern hat, sind wir ja dadurch nicht besser. Und ich glaube, damit haben wir oft ein Problem, dass halt viele irgendwie denken, wir sind nicht normal oder sind irgendwas Besseres. Und darauf könnten wir auch gern verzichten, ehrlich gesagt. Also es ist so oberflächlich. Ich bin dankbar, aber ich mache den Beruf oder gerade das, was wir machen, nicht, weil ich will, dass mich Leute kennen. Ich mache es nur, weil es mir Spaß macht. Und ich finde Schauspielerei, wie gesagt, cool und auch Moderation, aber ich mache es auch nicht, weil ich denke, oh, ich werde dann erfolgreicher, sondern einfach nur, weil mir der Beruf Spaß macht. Und da gucken halt Leute zu. Das ist ja wie Lehrer sein. Gibt es die Schüler, die zugucken. Und bei uns ist halt das Internet. Gebt mir doch mal bitte einen Eindruck, wie viel Zeit nimmt eure Instagram, eure TikTok-Aktivität in Anspruch? Wie viel geht dabei drauf? Boah, es ist echt schwierig, weil eigentlich, also bei mir ist es so, ich beschäftige mich eigentlich 24/7 damit, aber es heißt nicht, dass ich dann auch was mache. Ich rede eh viel mehr, als dass ich tue, das ist immer der größte Fehler. Immer, bist du ehrlich? Ja, es ist auch so, aber das ist auch echt doof, weil auch an einem Wochenende, ich bin die ganze Zeit am Überlegen, was kann ich machen, weil jeder denkt, ach so, 15 Sekunden ist ja easy, aber wenn wir Tänze auch damals zusammen gemacht haben, wir haben gefühlt Tage und Wochen gebraucht, um erstmal eine Choreo hinzubekommen, um einen Sound zu suchen und es ist schon viel Arbeit, aber ist halt auch immer unterschiedlich, kommt drauf an. Mittlerweile machen wir viel einzeln, aber ich zerbreche mir schon den Kopf. Aber wie gesagt, ich rede eher, als dass ich tue. Aber das heißt, habt ihr feste Produktionstage, dass ihr sagt, so Montag, Mittwoch, Freitag, da muss was passieren, da muss was produziert werden? Nee, also ich glaube, wir machen es auch ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Zum Beispiel, ich bin sonntags nie auf Social Media. Also ich gucke auch echt, dass ich auf meine Screentime achte und mir auch ab und zu einfach ein paar Tage frei nehme, weil es dich ja doch schon beeinflusst und ich will ganz konkret auch dagegen ankämpfen, weil halt du siehst auch viel, was du irgendwie auch nicht unbedingt sehen willst, aber genau, ist immer unterschiedlich. Ich glaube, du hast schon eher so Zeiten, wo du jetzt sagst, du willst produzieren. Ich mache es echt nach Lust und Laune und nach Spaß und gucke, dass ich mir halt die Zeit nehme zu überlegen, okay, was will ich weitergeben, was für eine Idee habe ich und will einfach nicht schnell drauf losdrehen. Mhm. Genau. Aber Lisa, wenn du sagst, du willst auf deine Screentime achten, also auf die Bildschirmzeit, die du tatsächlich davor hängst, gib mir mal einen Eindruck. Ich glaube, bei Lena ist es ja dann noch, so wie du dich gerade beschrieben hast, deutlich mehr. Ja. Was ist für dich ein gutes Maß und was ist schon weit drüber? Da muss ich mal gucken, was ungefähr, meine Seite also, ist. Eine Stunde auf Social Media reicht eigentlich, weil ich finde, wenn man sich mal überlegt, wie lang eine Stunde ist, also wie viel Zeit man eigentlich einerseits auch verschwendet, einfach rumzuschauen, das Leben von anderen anzuschauen, ist mir zu viel, wenn es drüber ist. Und ich gucke auch immer, dass ich eine halbe Stunde nach dem Aufstehen und eine halbe Stunde vorm Schlafengehen nicht drauf bin. Einfach, dass ich ruhig einschlafe, ohne so viel Eindrücke. Genau, das ist mein Ziel. Aber es heißt nicht, dass ich es einhalte. Ich bin auch manchmal, wo ich mich davor drücke, dann auf Social Media zu gehen, weil ich weiß, okay, ich habe mich echt da drin gefangen, weil ich merke oft, wie ich dann einfach eine Stunde, eineinhalb auf dem Bett lieg und nichts gemacht habe irgendwie. Und ich will halt das nicht so machen. Ich will meine Dinge, alle, die ich auf meiner To-Do-Liste habe, abarbeiten und dann extra noch auf Social Media gehen. So, Lisa, jetzt haben wir, Lena, jetzt haben wir von deiner Schwester diese Stunde als Richtwert. Du hast gerade schon parallel geguckt, so wie viel Screen-Time hast du denn? Also wie viel ist es bei dir? So eine Stunde komme ich nicht ran. Nee, bei mir ist auf jeden Fall deutlich mehr. Bei mir sind es so 5 Stunden am Tag, was total viel ist. Ich nutze auch immer die Ausrede, ach, das ist für die Arbeit. Weil es natürlich so ist, ich gucke mir gern Videos an, ich lasse mich gern inspirieren, aber man fällt da schnell rein, dass man irgendwie zu lang am Handy ist. Mhm. Aber jeder macht es so, wie er denkt. Trotzdem versuche ich jeden Tag produktiv zu sein. Bei mir gibt es schon auch Zeiten, wo ich sage, okay, ich stehe dann auf 7 oder 8 Uhr, ich mache bis 17 Uhr mein Zeug, aber es ist auch immer total unterschiedlich. Oft sitze ich wirklich einen Tag lang da und merke, oh, ich bin so unproduktiv, ich habe einfach keine Ideen. Und dann mache ich auch mal am Wochenende was, weil ich denke, okay, jetzt, es kommt auch immer darauf an, ob man gerade eine Idee hat oder nicht. Man kann sich es auch nicht erzwingen. Mhm. Ja. Lisa und Lena, seid das nur ihr beide oder ist da ein ganzes Team hinter? Wie kann ich mir das vorstellen? Also wir haben auf jeden Fall ein Management, aber wir entscheiden trotzdem alles. Wir entscheiden, was wir machen,
Wie wir es machen, besprechen es natürlich dann mit dem Team. Aber genau das ist immer uns ganz wichtig gewesen, dass wir auch unseren Account nicht abgeben. Also, dass wir ihn alleine führen, dass wir wirklich auch so für uns bestimmen, was wir machen wollen. Das ist super schön mit unserem Team einfach, wie wir das alle zusammen lösen. Ja, wir haben jetzt niemanden, wo uns die Ideen gibt oder so. Das machen wir schon selber. Aber ich habe jetzt tatsächlich meinen Mitbewohner, mit dem ich gerade viel mache. Der kann gut Videos drehen und da baue ich mir gerade mein eigenes Team auf. Und das auch ein bisschen zu lernen. Dann gibt es demnächst nur noch Lena? Nee, das nicht, aber man entwickelt sich auf jeden Fall weiter. Und ich finde es auch total interessant, tatsächlich so Kameraführung und alles, was auch hinter den Kulissen ist. Und das versuche ich mir gerade währenddessen ein bisschen beizubringen, Fotografie und so, und gucke dann einfach, wo es einen hinführt. Weil wir haben zusammen angefangen. Ich meine, wir sind 19 Jahre, wir machen das jetzt seit 5 bis 6 Jahren. 6 Jahren, ja. Und jeder hat ja gewisse Sachen, die ihm am meisten Spaß machen. Und jeder wird sich darauf auch in der Zukunft drauf fokussieren. Aber Lisa und Lena ist ja schon eine Marke. Also das steht für sich. Also wenn ich habe sogar mal im Netz geguckt, wenn ich Lena und Lisa eingebe, komme ich natürlich trotzdem zu euch. Also ist das schon alleine die Folge eurer Namen schon gesetzt bei euch? Das war auch reiner Zufall, Lisa und Lena, ne? Das war, weil halt, das war das Erste, was wir ausprobiert haben und das Lisa und Lena war besetzt. Deswegen haben wir Lisa and Lena gemacht. Das war der einzige Name, der noch frei war und haben wir gedacht, gut, nehmen wir den. Ich finde es immer schön, wenn jemand auf uns zukommt und sagt, hey, ihr seid doch Lena und Lisa, wenn ich nicht nur hinten dran. Ja. Nee, aber ich meine, wir sind eine Marke, wir haben zusammen angefangen und das ist cool, aber wir sind nicht die Zwillinge, die jetzt 30 Jahre sagen, Lisa und Lena, forever. Ja. Jeder geht seinen Weg, aber wir haben trotzdem Projekte, die wir zusammen machen, wie TikTok zum Beispiel. Musical.ly, jetzt TikTok, Instagram. Lisa und Lena sind zu Gast in SWR1 Leute und ihr bedient diese Plattform jetzt schon eine ganze Weile. Einerseits dadurch bekannt geworden, auf der anderen Seite ist das natürlich auch eine Sache, dass jeder euch kennt. Ihr habt auf beiden Plattformen was über 15 Millionen Follower. Das heißt, so ganz einfach auf die Straße gehen ist dann ein bisschen schwieriger für euch. Ja, wir haben aber immer gesagt, wir werden uns davon jetzt nicht einschränken lassen. Also wir haben schon auch hier in Stuttgart so unsere Straßen, wo wir wissen, da ist nicht so viel los. Und unsere Ecken, wo wir halt einfach wissen, da haben wir auch mehr unsere Ruhe. Aber es ist trotzdem natürlich cool, auch einfach, weil wir halt immer schneller mit Leuten ins Gespräch kommen. Aber je nachdem, mit wem wir unterwegs sind und ob wir so viel Zeit haben, wissen wir schon, wo wir uns dann rumbewegen. Genau. Aber ich glaube, Lena, du hast mal in einem Interview beschrieben, so das erste Mal, dass du nach einem Autogramm gefragt worden bist, rund um die Bücherei oder genau. Dass das schon irgendwie ganz seltsam war, dass du eigentlich dachtest, es wurde über jemand ganz anderen getuschelt und dann war es letztendlich du. Das wird sich ja extrem gesteigert haben. Also das wird jetzt nicht nur eine Person tuscheln in eurem Umfeld, wenn ihr irgendwo auftaucht. Damit umzugehen, ihr seid, wie du schon sagtest, 19 Jahre erst, aber halt schon eine ganze Zeit lang in diesem Geschäft drin. Wie macht man das? Was ist da ein gesunder Umgang? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir haben uns mittlerweile einfach daran gewöhnt, aber ich habe jetzt auch immer noch Momente, wenn Leute mich angucken, bin ich immer so, bin ich in irgendwas reingetreten, habe ich irgendwo noch was hängen. Aber ich glaube, das Positive daraus zu ziehen, es ist total interessant und cool, die Leute kennenzulernen, die das feiern, was du machst und auch einfach Gespräche zu führen. Aber natürlich gibt es Momente, wo ich manchmal so bin, es ist so verrückt, Leute kommen auf mich zu, sagen nicht mal Hallo, machen ein Bild und gehen direkt. Und ich bin so, ich kenne dich ja gar nicht, aber du kennst mich. Das finde ich manchmal total verschickt, wenn ich darüber nachdenke. Aber wir haben uns den Weg ausgesucht und es gehört einfach dazu. Und natürlich denke ich mir manchmal, oh Mann, ich will auch in Ruhe einen Kaffee trinken gehen oder dass Leute mich angucken. Aber es ist ja auch schön. Kannst du dann immer höflich sein? Also wenn einer wirklich nur zu dir kommt, dann schon fast ungefragt ein Foto macht und gleich wieder abzieht. Das sind ja Leute oder Menschen, von denen ihr auch in einer gewissen Weise lebt. Ja, also ich versuche natürlich immer höflich zu sein. So war meine Erziehung auch. Das habe ich gelernt. Aber natürlich, ich habe auch Momente, gerade ich bin letztes Jahr nach Stuttgart gezogen. Irgendwie hat sich's rumgesprochen, wo ich wohne. Und wenn dann Leute nicht nachvollziehen können, wo die Grenze ist, dann finde ich es manchmal ziemlich schade, weil sie auch echt frech werden können. Oder auch Eltern, die das so selbstverständlich finden, dass wir, egal wo wir sind, ein Bild machen. Aber wenn ich gerade mit meiner Familie bin oder gerade am Essen bin, dann will ich nicht aufstehen und sagen, okay, jetzt mache ich das Foto, sondern jetzt habe ich auch meine Zeit. Oder gerade das Beispiel von, wo ich zu Hause wohne, da mache ich keine Bilder. Das haben wir auch nicht bei uns zu Hause gemacht. Und Leute verstehen das nicht so, weil sie denken, du bist immer verfügbar. Aber so läuft es halt nicht. Wenn du aus dem Studio nach Hause gehst, bist du auch, ich habe Feierabend. Und ich habe auch irgendwann mal Feierabend. Gut, ich bin jetzt ein Radiogesicht. Ihr seid halt totale Online-Gesichter. Mein Gesicht kennt kaum jemand. Aber diese Grenze zu ziehen, dass das für jeden verständlich ist und dass die auch akzeptiert wird, das stelle ich mir extrem schwer vor. Also
Ja, ist auch schwierig. Ich hatte auch Momente gerade bei mir zu Hause, wo ich gesagt habe, hey, sorry Mädels, ich mache keine Bilder. Und dann wirst du schon auch angemacht, dass sie es nicht verstehen und sie sind Mann, extra ist die hergekommen. Arrogant, irgendwie sowas. Ja, und das finde ich so schade, weil natürlich damit hat man eh zu kämpfen. Viele denken, wir sind arrogant und vielleicht, ich nehme mich nicht als arrogant wahr, aber vielleicht habe ich einen Touch dazu, ich hoffe mal nicht. Aber gerade bei solchen Momenten denke ich immer, dreh's doch mal um. Wie würdest du dich fühlen, würdest du es cool finden, wenn jemand zu dir nach Hause kommt, deine einzige Privatsphäre, die du hast, oder auch in der Stadt, wenn ich einen Kaffee trinken gehe und Leute fotografieren mich einfach, dann denke ich mir auch so, dann mag ich es lieber, wenn du herkommst und mich fragst, aber wenn ich nicht mal in Ruhe sitzen kann, die ganze Zeit das Gefühl habe, oh, jeder macht ein Foto von mir, ist halt schade, aber wie gesagt, das ist halt, das gehört dazu und damit muss man umgehen können, aber damit kann auch nicht jeder umgehen und wir mussten es auch erst lernen. Lisa, was ist mit Kommentierungen eurer Online-Beiträge? Also wenn sich da der ein oder andere Hater meldet, macht ihr das selber? Lasst ihr das machen? Wie ordnet ihr das ein? Lasst ihr es löschen? Also wir machen alles selber. Ich sag mal so, Hate ist ja, also ja, was ist Hate? Da gibt es ja Unterschiede. Wenn jemand sagt, wir sind hässlich, dann denke ich mir, okay, mich muss ja nicht jeder schön finden. Kommt immer drauf an, wie du es auch formulierst. Man muss ja nicht direkt einen beleidigen, aber wenn es halt ja gegen unsere Familie geht oder gegen unsere Werte oder einfach auch unter der Gürtellinie ist, dann löschen wir es auch. Manche Sachen wie, du bist hässlich, können wir stehen lassen. Aber du würdest ja auch nicht auf die Straße, ich meine, eure Erziehung wurde schon angesprochen, die ist vielleicht identisch zu meiner. Ich würde doch nicht auf die Straße gehen und jemandem ungefragt ins Gesicht sagen, du bist hässlich. Aber da sagst du schon, weil das würde keiner machen. Also wenn es jemand macht, ist in einer Gruppe, fühlt sich cool, würde sich dann trauen, dich zu beleidigen vor den anderen. Aber sonst traut sich's keiner. Also im Internet ist halt super leicht, anonym jemand fertig zu machen. Und uns hilft einfach da ja auch Mitleid zu haben, weil kein gesunder Mensch würde einem aus dem Nichts beleidigen. Ich meine, das machen Menschen, weil es ihnen nicht gut geht, weil sie nicht ganz gesund sind, weil sie einfach sich dadurch besser fühlen. Eigentlich ist das ja schade und das hat uns einfach auch geholfen, ja damit umzugehen, zu wissen, okay, der Person geht es vielleicht gerade einfach nicht gut, die das macht. Mhm. Was ist, wenn ihr die Hater aus dem Netz im echten Leben trifft oder die euch? Wir haben echt Glück mit Hate tatsächlich. Also bei mir war es auch einmal so gerade Jungs sind ja immer die super coolen in der Gruppe. Und also ich würde die dann auch konfrontieren. Ich weiß, einmal bin ich auch so Jungs dann hinterhergelaufen, wollte dann ins Gespräch anfangen, aber ganz höflich. Und Lena hat dann gesagt, nein, Lisa, komm, lass. Aber ich habe da auch keine Angst vor. Also wenn mir irgendjemand blöd kommt, dann können wir es gerne auf der Straße klären. Wir können mit Respekt miteinander reden, aber dann rennen sie halt gleich weg und haben dann doch nicht so die Eier in der Hose. Und das ist halt dann auch oft so, wie ich mir denke, naja, wenn du mir jetzt nicht direkt ins Gesicht sagen kannst oder mit mir reden kannst, dann nehme ich es jetzt auch nicht wirklich ernst. Aber ist auch interessant, da sind wir voll unterschiedlich. Ja. Weil ich kenne es auch gerade in der Stadt, wenn man in der Gruppe ist, dann gibt es schon Leute, die mal was rufen, aber die sind dann meistens so pubertäre Kids. Und dann bin ich eher so, ach nee, das ist total unnötig, ich verschwende da gar nicht meine Energie, aber reg mich trotzdem währenddessen auf und bin so, oh Mann, warum denn jetzt so, nerv mich nicht. Und dann finde ich schon cool, dass du dich auch trauen würdest, ein Gespräch anzufangen, weil ich bin schon so eingestellt, dass ich mir denke, es ist so unnötig, ich muss doch nicht mit der Person dann noch kommunizieren. Ja, oft ist ja auch so, oh Entschuldigung, es war gar nicht so gemeint, ich hätte nicht gedacht, dass du mit mir redest. Dann ist so, naja, du hättest doch einfach fragen können, wie es mir geht. Anstatt so das Gespräch anzufangen, also ja. Na, aber alleine, wie du schon sagst, würde nie jemand was sagen. Oder ich habe noch nie die Erfahrung gemacht, dass jemand alleine zu mir kam und gesagt hat. Wir hatten auch öfters bei uns in der Stadt die Situation, so eine Clique, die dann mal was gerufen hat. Ich finde es dann ganz cool, dann triffst du auf einmal einen Typen davon in der Stadt. Er ist alleine, guckt auf die andere Seite, weil er genau weiß, sodass wir ihn erkennen. Und dann hat er ja nicht so den Mut, dann nochmal was zu sagen. Okay, danke dafür. Wir hatten es gerade schon davon mit Lisa und Lena in SWR1, Leute, was ist okay, was kann ich im Netz, was kann ich auf der Straße machen? Eigentlich sollten da die Regeln die gleichen sein. Ihr gebt aber ja auch vor, wie weit ihr euer Fenster für Privates öffnet. Was zeigt ihr, Lena, du hast eben schon gesagt, dass du von deiner privaten Wohnung nichts im Netz zeigen würdest. Wie entscheidet ihr das? Also dadurch, dass ihr ja auch nur mal als Duo auftretet, als Team, wer da was macht? Geht der eine vielleicht ein bisschen weiter als die andere? Wir haben uns halt direkt am Anfang, als wir angefangen haben, als wir die ersten Millionen Follower geknackt haben, mit unseren Eltern zusammengesetzt und so ein bisschen überlegt, okay, gehen wir den Weg weiter oder nicht? Und auch in dem Gespräch haben wir einfach uns so ein bisschen Regeln aufgesetzt, die wir einhalten wollen, was wir privat halten wollen und was nicht. Und wir erinnern uns immer gegenseitig dran, glaube ich, dass wir einfach diese Regeln
gesetzt haben und kämpfen auch dafür, weil wir halt, ja, Privatsphäre heißt nicht ohne Grund Privatsphäre. Und ich glaube, es ist wichtig, die Tür so weit wie möglich zuzuhalten, weil wenn sie einmal offen ist, dann kriegst du sie nicht mehr zu. Also wenn du einmal die Leute reinlässt, dann ist es schwer, das auch wieder zuzumachen. Aber ist es dann vielleicht auch so, dass ihr was anbietet, dass Ruhe ist? Also wenn ich es richtig verfolgt habe, am Anfang waren eure Eltern tabu. Dann hat eure Mutter auch mal hier und da ein Interview gegeben. Dann habt ihr ja sozusagen da wieder so einen Spalt, das Fenster weiter aufgemacht, oder? Also, ich würde sagen, so das eine Interview, das meine Mama gegeben hat, war für ein christliches Magazin, aber an sich haben sich unsere Eltern immer freiwillig auch rausgehalten. Ich glaube, wir hatten jetzt nie konkret gesagt, dass jetzt unsere Eltern völlig privat bleiben. Es gab, glaube ich, so ein, zwei Situationen, wo wir es okay fanden, dass sie da vielleicht sich auch gezeigt haben oder was kommuniziert haben. Aber weil man sie auch kannte. Dadurch, dass wir auf öffentlichen Events unterwegs waren, mit den Eltern, gab es auch schon Fotos im Internet. Also so ein Geheimnis war es jetzt nicht, aber wir wollten die nicht so mit reinziehen und das wollten sie auch nicht, wie unsere Geschwister zum Beispiel. Dass das da einfach nicht irgendein Magazin kommt und dann meine Schwester zum Beispiel belästigt und auch versucht, in die Öffentlichkeit zu dringen, wenn sie es eigentlich gar nicht will. Wir wollen also die Family nicht vermarkten. Nee, genau. Und Freunde auch nicht. Und wir haben auch, unsere Freunde haben da auch gar keine Lust drauf, wollen gar nicht in die Öffentlichkeit. Und es ist dann schon gut. Und aus Respekt wollen wir es natürlich auch privat halten und für die, weil sie es auch gar nicht wollen. Und mit zu Hause ist halt natürlich, wenn ich mein Haus von außen zeige, dann brauche ich mich nicht wundern, warum die Leute vor der Tür stehen. Da muss man schon aufpassen, weil du hast es gut gesagt, macht mal einmal die Tür auf. Du kriegst es halt nicht mehr raus. Und unsere Adresse war mal draußen, weil irgendjemand dachte, es wäre lustig, sie ins Internet zu schreiben. Da muss man schon einfach ein bisschen aufpassen, weil nicht jeder im Internet ist ein guter Mensch und da gibt es auch viele böse Leute. Das ist wohl wahr. Wir haben eben schon so dieses Beispiel gehört, ich finde dich hässlich. Wenn der Hass einem sozusagen begegnet im Netz. Allerdings, es geht ja dann auch nochmal eine Spur weiter. Ich habe einfach mal so die Artikel des letzten Jahres, glaube ich, mir angeguckt, die es über euch gab. Da ist dann Spekulation, seid ihr einer Freikirche beigetreten? Dann geht es über sexuelle Neigungen, was weiß ich nicht. Was macht das mit euch? Ich meine, da wird über euch gesprochen, wahrscheinlich ohne mit euch zu sprechen. Ich glaube, damit wurden wir auch relativ am Anfang konfrontiert mit und haben einfach gelernt, hey, wir müssen uns nicht zu allem äußern. Ich meine, die Leute werden eh reden über uns, was sie wollen, schreiben, was sie wollen. Und haben einfach gelernt, manchmal ist es besser, einfach nichts dazu zu sagen. Klar, es ist oft auch hart, sowas zu sehen, gerade wenn auch einfach Dinge geschrieben werden, die nicht so stimmen. Aber wenn ich privat angesprochen werde, kann ich mich gerne dazu äußern. Und sonst lassen wir es einfach stehen. Weil es gibt so viele Berichte und so viele Texte, da werden wir ja die ganze Zeit mit beschäftigt. Deswegen genau, einfach stehen lassen und über sich hingehen lassen. Nicht alles stimmt, was man im Internet liest. Ihr habt mal eine TikTok-Auszeit genommen. Was hatte das für einen Grund? Wir waren damals der größte Account tatsächlich auf TikTok und standen für die App. Und als Musical.ly aufgekauft wurde, ging das alles so schnell, einfach der Switch. Und da ist viel auch gelaufen, was wir nicht unterstützen konnten. Ja, viele Sicherheitsdinger waren nicht ganz gegeben, gerade für junge Kids. Und dann konnten wir nicht einfach für die Eltern dafür stehen, dass ihre Kids auf die App gehen. Und haben auch den Spaß verloren, haben gesagt, hey, das sind nicht unsere Werte, die wir vertreten. Und haben dann gesagt, okay, wir ziehen den Stecker, haben es gelöscht. Und das war richtig gut, weil halt wir echt auch gutes Feedback bekommen haben, wo sich viele Eltern auch einfach bedankt haben, weil sie natürlich dachten, dadurch, dass wir auf der Plattform sind, dass es gut ist. Und ein Jahr später, als TikTok dann wieder viel ins Gespräch kam, haben wir überlegt, okay, hey, haben sich da Dinge verbessert? Ist es gut, wegzugehen? Ich meine, wenn man einen Unterschied machen will, muss man auf der Plattform sein. Und dann haben wir uns viel damit beschäftigt, auch mit dem Team von TikTok einfach abgestimmt, hey, was habt ihr verbessert? Wir haben so eine Liste gebracht und haben halt gesagt, das, ist es gut. Und wenn es nicht gut ist, wären wir nicht drauf gegangen, aber vieles war gut. Und letztendlich ist es auf Social Media auch oft schwer, weil viele Menschen, wie Lena schon gesagt hat, drauf sind, die eben nicht gut sind. Und da versuchen wir jetzt einfach einen Unterschied zu machen und trotzdem auch darauf hinzuweisen, dass man aufpassen muss. Ich glaube, da merkt man auch wieder, wir hatten, glaube ich, damals 37 Millionen oder so und uns war das gar nicht so bewusst, dass wir der weltweit größte Account sind. Nein. Aber auch, dass wir ihn einfach gelöscht haben.
da bin ich auch echt auch, also bin ich total froh drüber, dass die Leute auch merken, weil man eben auch hört, ach, Lisa und Lena, die wollen ja nur berühmt sein. Aber ich meine, wir haben einen Account gelöscht mit so vielen Leuten, wo uns ganz viele Business-Leute gesagt haben, wie dumm seid ihr eigentlich? Und dann, wie Lisa schon sagt, haben wir überlegt, hey, weil ich habe es total vermisst zum Beispiel, aber einfach nur, weil mir Videomachen auch total Spaß macht. Mhm. Da fand ich es aber gut, dass wir auch mit dem Team von TikTok gesagt haben, hey, wir wollen erstmal wissen, seid ihr kontrollierter, weil man natürlich weiß, wenn so eine App erstmal verkauft wird und man hat ganz neue Mitarbeiter, müssen sie sich erstmal einordnen. Und in der Überbrückungszeit war es einfach ein bisschen schwierig für uns, weil wir haben eine gewisse Verantwortung. Mhm. Ganz viele junge Kids sind da drauf und da war Content, wo wir dachten, oh, stopp. Und dann haben wir gemerkt, hey, es ist kontrollierter, cooler, offener geworden und hatten selber einfach wieder Lust. Mhm. Aber es ist ja, trotzdem machen wir es ganz anders wie damals. Nur wenn wir Bock haben, obwohl das haben wir auch damals gemacht. Ja. Aber ja. Man kann ja dann schon sagen, dass ihr eure Macht genutzt habt zu einem Guten. Also dass TikTok natürlich auch nicht gerne jemanden wie euch dann verliert auf der Plattform und dass ihr dann gesagt habt, okay, wir kommen zurück, wenn die Punkte sich ändern. Mhm. Na, ja, wir wollten ja auch gar nicht gegen TikTok an sich schießen. Irgendwie dann die Leute, das Team dahinter. Aber ja, wir haben halt nicht nur privat, also für unsere Privatsphäre Grenzen, sondern auch Grenzen, für was wir stehen. Weil man halt eben eine Verantwortung bekommen hat, die wir ja gut nutzen wollen. Und ich glaube, das ist auch total wichtig, gerade für die junge Generation. Man muss nicht alles machen, nur weil es im Trend ist. Ja. Man muss einfach gucken, wie fühle ich mich wohl? Kann ich dahinter stehen? Sind es meine Werte, die ich vertreten will? Und das haben wir auch gemacht. Wie wichtig ist euch eigentlich Musik? Ich meine, ihr tanzt und lip-synct, also heißt, ihr bewegt den Mund, singt nicht selber, heißt, ihr könnt es nicht oder... erwischt. Das ist provokativ gewesen von mir. Nein, ich liebe Musik. Ohne Musik, wäre das Leben so langweilig. Ich höre eigentlich auch 24-7 Musik. Also ich singe auch gerne, aber ich überlasse es den Profis. Ich singe lieber unter der Dusche und das muss auch keiner hören. Aber ich meine, jeder kennt es, Musik ist das Beste, um einen Vibe zu fühlen. Immer und überall. Ja, ich würde das Gleiche sagen. Du hast eben schon den Künstler Crow genannt und Easy. Ich hatte vorher mal nachgefragt, was eure Songs so sind. Hat der Song eine Bedeutung für dich oder sagst du einfach, der kommt einfach ganz geschmeidig daher, der gibt mir ein gutes Gefühl? Das ist der einzige Song, den ich auswendig kann. Das glaube ich nicht. Nee, wirklich. Das stimmt wirklich. Das Talent, was ich habe, ich kann mir keine Liedtexte merken. Das ist schlecht für euer Ding. Es ist richtig schlecht. Also so, und es ist echt ziemlich verschickt, weil so Filmtexte oder auch für die Moderation kann ich mir gut merken, aber was Lieder angeht, und es ist so schlimm, weil ich habe Freunde, die können alles auswendig und ich bin immer so daneben und bin so, ich bin so neidisch drauf, aber nee, also Easy generell, wie alt war ich da, als der Song draußen kam, auf jeden Fall jünger und Easy, ich krieg immer gute Laune, auch beim Musikvideo, Easy und generell die Crow-Musik von früher, das ist so Musik, die macht richtig, also die macht Spaß. Ich habe richtig Spaß am Leben, wenn ich die Musik höre. Wie, das heißt, also wir könnten jetzt hier dann auch mal verraten, dass du, wenn du dir so schlecht Liedtexte merken kannst, beim Lip-Sync, da sitzt längst nicht alles? Nein. Viel Zeit ging immer da rein. Lena, nicht so, sondern lest du doch einfach nochmal den Text durch. Und das ist auch so lustig, beim ersten Video, was wir je gemacht haben, ich konnte den Text nicht und man sieht es, wenn man drauf achtet. Deswegen wundere ich mich noch viel mehr, dass Leute das gefeiert haben, weil ich war so... Gar keine Ahnung, was ich hier eigentlich singe oder nicht mehr. Ich habe das gesehen, dass du es nicht konntest. Ja, nee. Tja. Wahnsinn, sehr gut. Also das verspricht eine gute Schauspielerkarriere dazu werden. Lisa, bei dir ist es die Band Elevation Worship, What I See. Gebe ich ganz ehrlich zu, kannte ich nicht. Ist das eine klassische Boygroup, ich habe das Video gesehen, da lachst du mich schon aus. Nee, also es ist tatsächlich eine christliche Musikrichtung Worship. Einfach, ja, christlicher Pop. Ist nice, die Texte sind cool. Genau, auch sehr vielfältig und das mag ich. Habt ihr auch mal einen Post gehabt, der richtig gefloppt ist? Also wo ihr gesagt habt, okay, da haben wir eigentlich alles falsch gemacht. Lass das Ding mal lieber wieder verschwinden. Klar. Also was wir damals immer gemacht haben, wir haben alles mit unseren Eltern abgestimmt und die waren schon richtig genervt von uns, so, hey, könntest du einfach hochladen? Wir so, nee, wir wollen einfach, dass mehr Augen drüber schauen, damit wir nicht den Fehler machen, dass wir was posten und es jeder schon gesehen hat, weil es natürlich auch gefährlich ist, sobald du was postest, ist direkt im Internet. Viele Leute haben schon Screenshots gemacht, so es ist und bleibt dort. Und dein Post wird immer bei irgendwelchen Leuten floppen. Ja. Nicht jeder mag
das neue Selfie, was du postest. Aber ich glaube, viele Posts von mir floppen auch bei dir, wo du denkst, die Selfie sind jetzt so hoch. Ja. Gibt's halt auch. Aber wie viel Ahnung hatten eure Eltern von dem, was ihr gemacht habt? Also ihr merkt ja schon im Gespräch mit mir, dass ich schon deutlich ein paar Generationen mehr auf dem Buckel habe und dass wir schon nicht auf einem Niveau komplett sprechen. Schon Ahnung, aber jetzt nicht wirklich eine Ahnung von der Welt, wo wir uns dann reinbegeben haben, aber wir ja auch nicht. Wir waren eigentlich ziemlich auf dem gleichen Stand. Aber ich glaube, es kommt auch gar nicht auf die Ahnung drauf an, sondern einfach, du postest was, was so viele Leute sehen und du kannst es nie wieder zurückziehen. Deswegen haben wir unsere Eltern auch immer gefragt, weil was ist, wenn ich auf einem Selfie irgendwas übersehe, wo ich es nachher bereue? Davor habe ich jetzt auch noch Angst. Deswegen poste ich tatsächlich auch gar nicht so viele Bilder oder bei jedem Video überlege ich immer, okay, in welcher Location bin ich? Ist da irgendwas Blödes hinter mir gesprüht? Einfach auf solche Sachen zu achten. Aber auch bei Floppen, ich glaube, wir achten da gar nicht so sehr drauf und ich weiß auch gar nicht, was es heißt. Wenn Leute dein Bild haten, ist das dann gefloppt oder wenn es nicht so viele Likes hat? Ich glaube, darauf kommt es gar nicht an. Es kommt einfach darauf an, findest du es cool, willst du es zeigen, aber wenn du deinen Wert aus den Likes ziehst, dann ist es sowieso der falsche Weg. Aber ihr macht ja nicht alles nur für euch selbst. Also ihr wisst ja auch, dass ihr eine große Menge bedient, die dann irgendwann auch warten, wie kommt da von den beiden jetzt nichts mehr? Also ich meine, ja, wir versuchen einfach die Reichweite, die wir geschenkt bekommen haben, einfach zu nutzen, um ja einfach andere Leute aufzubauen und Social Media etwas positiver zu machen so, und müssen uns da auch immer wieder neue drin, ja, irgendwie drin suchen, auf welchem Weg wir das machen wollen, glaube ich. Genau. Und ich glaube, wenn es einem wichtig ist, okay, ich will viele Likes generieren, dann macht man Trends mit. Und so sind wir nicht. Jeder macht sein Ding. Ich poste ein Bild, weil ich Bock drauf habe. Und ich weiß ganz genau, dass viele meinen Style auch nicht mögen. Ich habe mich innerhalb den letzten 2 Jahren total verändert. Aber dadurch habe ich auch eine neue Zielgruppe bekommen. Aber die mögen das. Aber ich mache es ja für keinen, die Bilder. Natürlich, wenn du einen Job hast, ist gut, wenn deine Bilder laufen. Aber selbst deine Geschäftspartner sehen ja deinen Account und wissen, mit wem sie zu tun haben. Und wenn du nicht 1 Million Likes bekommst, dann ist es einfach so. Aber ich finde es nicht schlimm, weil daraus ziehe ich nicht meinen Wert. Und ich nutze Social Media wie auch viele Freunde einfach nur zum Spaß. Und ich glaube, das ist das Gute, dass wir uns nicht darauf fokussieren, Social Media ist mein Beruf. Ich bin Influencer also vom Beruf her, weil dann musst du aufpassen. Dann musst du eben darauf achten, wie viele Likes habe ich. Ich muss im Trend sein, weil ich brauche Werbepartner. Aber dadurch, dass es uns nicht so wichtig ist wie anderen, achten wir da gar nicht so sehr drauf, was floppt und was nicht. Eure Karriere hat das Netz ja längst verlassen. Ihr wart beim Comeback von Wetten, dass, habe ich euch gesehen, als Netzreporterinnen. Ihr macht jetzt relativ frisch im Kika und auf kindernetz.de unter dem Titel Tick-Tack eine Zeitreise. Und da finde ich, da sprecht ihr über Mode, Verbrechensaufklärung oder Gleichberechtigung. Also diese thematische Spannbreite ist ja irre groß. Das hat sich ziemlich entwickelt, so was ihr so macht. Ne? Also das ist jetzt nicht mehr nur TikTok, die TikTok-Twins. Ja, es ist TikTok. Genau. Ja, aber mit dem Namen hatten wir am Anfang kurz echt zu kämpfen, weil es kommt nicht wegen TikTok, sondern weil wir halt auf Zeitreise gehen, TikTok wegen der Uhr. Mhm. Genau, es ist super cool, eine Riesenehre, weil wir einfach ja Kinderfernsehen selber immer geliebt haben und die Werte einfach schön sind. Wir finden es so cool, einfach eine Geschichtssendung zu haben, dass wir selber draus lernen, einfach ja Geschichte spaßig weitergeben, hoffentlich vielleicht etwas interessanter als in der Schule und auch ein paar Themen, wo man auch nicht super viel erfährt. Wir haben ja auch mit dem LKA gedreht, was so spannend war, oder hatten auch ja es über Ost- und Westdeutschland, was auch echt cool war. Es ist echt schön, einfach ja, wie viele verschiedene Themen und Berufe angesprochen werden. Super cool und ehrt uns einfach, ja, dass wir die Möglichkeit bekommen haben. Und auch gerade Kinderfernsehen. Kinder sind so Gold wert. Ja. Es ist so eine Ehre, dass wir einfach anderen Kindern was weitergeben können. Das finde ich total krass. Und dabei auch was lernen. Und das finde ich ziemlich schön. Auch ich glaube, das Schönste war auf einem Spielplatz, wo ein kleiner Junge, bestimmt 6, auf mich zukam. Und der hat ja gar kein Social Media. Und sagt, hey, ich kenne dich doch vom Kika. Das war so süß und so cool. Das sind alle so süß. Nee, ist auch unser Neffe. Ich finde es total schön auch, dass wir mit 19 sagen können, hey, wir moderieren eine eigene Kinderwissenssendung, was ja auch eine gewisse Verantwortung ist. Klar. Weil wir geben den Kindern was weiter. Ja. Und es ist super schön und auch mit Kika. Ich liebe Kika, schon immer geguckt. Ja, das ist so eine Ehre. Top. Habt ihr denn bei der Auswahl der Themen ein Mitspracherecht? Könnt ihr sagen, das würde ich mal gerne machen das eher nicht? Genau. Tatsächlich schon und das ist gerade auch das Tolle dabei, ja. Also wirklich das Vertrauen, das wir bekommen,
ist verrückt und super schön. Und deswegen können wir das Format, glaube ich, auch so natürlich machen, weil uns die Sachen wirklich interessieren. Mhm. Und das ist echt schön, dass wir da so die Möglichkeit bekommen. Ja. Also ich bekomme jetzt in dem Gespräch so den Eindruck, dass ihr ziemlich viel frei Schnauze oder Freestyle macht. So, ihr macht euer Ding, dass das dann ein paar Millionen weltweit interessiert, nehmt ihr gerne mit, aber das ist nicht das erste Ziel gewesen. Was mir noch gar nicht so klar ist, also das heißt, es ist auch gar nicht so geplant, logischerweise. Das heißt, ihr habt auch keine feste Zielgruppe von bis, die ihr bedienen wollt, weil jetzt mit dem Kika, wenn du sagst, auf dem Spielplatz wirst du angesprochen, gibt es ja dann nochmal den TikTok-Nachwuchs mehr oder weniger, den ihr bespielt. Ja, ich meine, es ist ja schön, so viele Menschen wie möglich zu bespielen und Kinder sind Gold wert einfach. Die sind neue ehrlich. Generation. Ja, wirklich, die neue Generation. Und Kinder sind einfach ehrlich. Mhm. Das ist echt, echt mega schön. Die sagen dir, wenn ihnen was gefällt und wenn ihnen was nicht gefällt. Und deswegen war halt auch das Feedback von TikTok so spannend, so was die Kinder sagen werden. Weil wenn sie es nicht cool finden und langweilig, dann sagen sie es. Aber wir haben uns jetzt nicht darauf geeinigt, okay, wir wollen diese Zielgruppe bespielen und bedienen. Ich, auch auf Social Media ist total unterschiedlich, auf Instagram und TikTok. Da gibt es ja von selbst 6 bis hoch zu, keine Ahnung, 60. Aber ja, es kommt so, man macht sein Ding und die Leute, die es feiern, die feiern das. Aber ich achte jetzt nicht darauf, okay, ich will nur die 18-Jährigen. Trotzdem bin ich da kurz reingerutscht und war so, oh, weil man so Angst hat, die Älteren oder gerade die Gleichaltrigen, hoffentlich finden die einen cool. So ist mir schon auch wichtig, das merke ich. Aber andererseits ist mir eigentlich im Großen und Ganzen egal. Ich mache das einfach. Und guck, wer es mag. Aber Lena, du hast ja eben gesagt, du hast in den letzten 2 Jahren deinen Style, also deine Klamotte mehr oder weniger verändert, so wie du auftrittst. Wechseln dann Follower auch, dass sie sagen, nee, das ist nicht mehr meine Lena. Ja, natürlich. Ich kriege auch nicht nur positive Nachrichten, aber das Ding ist, wir haben mit 13 angefangen. Jeder hat eine Pubertät und ich bin spätpubertär gewesen und hatte auch echt viele Selbstzweifel und wusste eine Zeit lang gar nicht, wer ich bin, was ich mag. Ich habe lang versucht zu sein wie Lisa. Ich habe mich gestylt wie Lisa. Deswegen sahen wir auch immer gleich aus. Und irgendwann mal findest du dich selber. Und das habe ich einfach gemacht und habe gemerkt, hey, ich mag eher Oversize-Klamotten. Und ich meine, ganz viele Leute finden es doof. Mir schreiben auch gerade auch viele Jungs, lass deine Haare wieder lang wachsen oder zieh dich doch mal enger an. Aber das ist halt genau das Ding. Das juckt mich halt nicht, weil ich will mich wohlfühlen. Und dann gibt es aber auch viele Leute, die es gerade cool finden, weil sie das kennen, so gerade als Mädel, glaube ich, auch kurze Haare zu haben. Ich habe jetzt nicht die kürzesten Haare, die sind jetzt auch wieder länger. Aber oder sich auch so zu stylen, viele haben da voll Angst vor, hatte ich auch in der Schulzeit, weil dann heißt es direkt, ach, siehst ja aus wie ein Junge oder willst du ein Junge sein? Und da freut es mich schon, dass ich da auch ein paar Mädels habe, die ich da inspirieren kann, einfach ihr Ding durchzuziehen. Und wäre ja langweilig, wenn ich so aussehe wie Lisa, ganz gleich. Naja, also sagen wir so, wenn es 2 sind, also dieses klassische Zwillingsding, beide haben noch das gleiche Band im Haar oder sowas, das finde ich dann auch eher anstrengend. Aber ich glaube, das ist, glaube ich, eher im Kleinkinderalter so. Ist das so? Ja, das stimmt, aber das hat mir ja eine Zeit lang wieder, was auch cool war. Ich glaube, das war auch das Besondere und es hat mir auch Spaß gemacht. Aber irgendwann mal kommt man einfach an den Punkt, es gibt bestimmt Zwillinge, die total gleich sind, aber das sind wir einfach nicht. Wir haben unterschiedliche Styles, unterschiedliche Geschmäcker. Aber das macht es auch wieder besonders, weil Lisa spricht ein paar Leute an, ich spreche Leute an. Ich sehe auch Lisa und Lena wie so ein Blog. So jeder, der es interessant findet, kann sich den Blog angucken. Und wir haben auch wirklich in den letzten 2 Jahren wie so, wir haben eine Community zusammen, aber auch eine Community einzeln. Leute, die einfach sich total freuen, Lisa zu sehen und Leute, die sich freuen, mich zu sehen. Einfach so, sich mehr mit einem identifizieren können, sowas mitnehmen können. Ihr habt eben schon mal so angedeutet, Schauspielerei wäre was. Was macht ihr für den Wunsch, für den Traum? Ihr habt eine Schauspielschule in Köln zumindest besucht. Das hat meine Recherche halbwegs ergeben. Wie ist da der Stand jetzt? Das stimmt. Und wir werden dieses Jahr gerade im Sommer Filmvorbereitung haben, weil wir im Sommer jetzt einen Film drehen werden. Das ist ganz spannend. Genau, was Gutes braucht Zeit, dass es jetzt klappt. Und ja, freuen uns drauf, wenn es dann alles losgeht. Haben auch immer noch Schauspielunterricht, weil das ist ein Handwerk, was man auch lernen muss. Was uns auch total wichtig war, weil wir tatsächlich schon ziemlich am Anfang haben wir Anfragen bekommen,
wo wir so waren, boah, auch Musikanfragen. Leute wollten mit uns eine Platte aufnehmen, wussten noch nicht mal, wie wir reden. Also kannten noch gar nicht unsere Stimme. Und auch mit dem Schauspiel. Ich glaube, gerade weil wir aus diesem Influencer-Bereich kommen, ist es uns einfach wichtig, es zu schaffen, ernst genommen zu werden, dass Leute auch wissen, hey, wir tun was dafür, wir wollen es lernen, wir wollen nicht überzeugen und sehen dann ja auch mit dem Film, ob Leute uns das abkaufen. Und gerade Schauspielerei war schon immer eigentlich das Ziel. Als ich jünger war, habe ich meine Eltern immer genervt mit so Schloss Einstein und oh, ich will dahin und dahin. Aber ja, viele kennen das wahrscheinlich, wir kommen aus so einem Dorf, da Schauspielerei, wie jeder Junge sagt, ich werde mal Fußballstar, eher so weit weg. Deswegen bin ich da schon dankbar, dass wir durch das Social Media die Chance bekommen, Schauspielanfragen zu haben, aber trotzdem ist uns bewusst, wir wollen es lernen und deswegen gehen wir auch zu einer Schauspielschule. Und natürlich ist TikTok auch so dieses Jahr wieder dran, einfach da weiterzumachen. Ja. Hat jetzt gestartet und wir hoffen, es geht weiter. Und Schauspielerei eher Hollywood oder der gute deutsche Film? Gute deutsche Film. Naja. Ja. Also auch durch unseren Weg. Ich dachte früher auch immer Amerika, Amerika, Amerika ist so cool. Und es ist auch cool, aber ich habe Deutschland so neu schätzen gelernt. Und natürlich ist es cool, auch einen Film in Englisch aufzunehmen, aber ich bin fein mit Deutschland. Also mein Ziel ist es nicht nach Hollywood. Aber wenn es sich ergibt, beschwere ich mich nicht. Aber erstmal Deutschland. Und gucken, ob man da Fuß fassen kann. Habt ihr euch da einen Zeitplan gesetzt? Also, dass ihr bis zum Jahr X wollt ihr da irgendwie den Einstieg geschafft haben? Oder wie setzt man sowas an? Ich glaube, das kann man gar nicht so planen. Ja, wir schnuppern jetzt erstmal rein, weil ich meine, man kann Wünsche und Ziele haben. Und letztendlich müssen wir gucken, okay, wie ist es denn so lange zu drehen? Ist es wirklich ein Beruf, den ich machen will? Jetzt sind wir mal gespannt auf den Sommer und freuen uns, das einfach mal auszuprobieren. Ja. Und wäre dann wirklich vorstellbar, ich überlege mal gerade, ihr würdet nur noch Schauspielerei machen, komplett auf Social Media zu verzichten? Ich glaube letztendlich, Social Media wird immer ein Teil bleiben. Ich glaube, dass Social Media ist halt eben die neue Bewerbungsmappe. Und ich glaube, ich bin gespannt. Also ich bin selber gespannt, inwieweit wir Social Media weitermachen werden, inwieweit jeder das irgendwie mitnimmt oder ob wir es irgendwann ganz lassen können. Ich glaube, das Schöne ist einfach, wenn man nicht abhängig davon ist. Und das ist das Schöne, aber ich glaube, ich werde immer Social Media haben. Ich finde es ja auch interessant zu sehen, was machen andere. Mhm. Ich nutze es ja nicht nur für mich selber. Ich gucke mir da total gern auf TikTok oder Instagram Videos an, wie lerne ich kochen. Ich bin jetzt ausgezogen, kochen kann ich noch nicht. Da ist Social Media das Beste, was man haben kann. Social Media ist nicht nur negativ, das ist halt auch immer wichtig zu sagen. Was mir auch wichtig ist, gerade bei den Berufen, es ist schon so eine oberflächliche Welt. Da versuche ich trotzdem, dass Leute auch ein bisschen sehen, hey, wie bin ich drauf? Deswegen liebe ich die Stories bei Instagram, um die Leute näher kennenzulernen. Zu sehen, wie sieht eigentlich so ein Alltag aus oder so wenigstens so ein bisschen mitzunehmen. Und da finde ich Social Media trotzdem wichtig, auch bei Schauspielern. Nach einem Film bin ich direkt die erste Stalkerin, bin so, oh, was posten die, wie sehen die aus, was machen die eigentlich den ganzen Tag? Und ich finde, Social Media ist die Zukunft, aber ich glaube, es kommt halt drauf an, ob wir davon abhängig sind oder nicht. Ja. Aber das heißt, ihr geht auch in Zukunft gemeinsam einen Weg. Also es wird nicht Lisa ohne Lena oder Lena ohne Lisa geben. Reden wir in 5 Jahren nochmal und gucken, wie es dann ist. Oder sollen wir jetzt einen Deep Talk machen? Nee, wird spannend, aber wie schon vorhin gesagt, jeder hat so seine Interessen. Moderation und Schauspiel sind die Sachen, worauf wir uns fokussieren. Aber wer weiß, ob wir immer in der Öffentlichkeit stehen. Also die Sachen hinter der Kamera interessieren mich auch. Gerade Fotografie, Videografie. Vielleicht bist du nur noch immer Rampenlicht irgendwann. Bis jetzt oder keiner, mal gucken. Oder keiner, ja. Okay, also wir haben uns dann mehr oder weniger gerade für die in 5 Jahren nochmal verabredet. Genau. Sehr gut, das ist doch in Ordnung.